erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und nein, ich glaube nicht, dass ihr den Teich wiedererkennt, zumindest nicht aus der Perspektive. Die Kamera stand damals anders, aber ich sage Ihnen das Thema und dann werden sich vielleicht die begeisterten Blog-Zuschauer daran erinnern. Es ging darum, dass der Besitzer des Teiches hat sich komplett Sorgen um seine Fische gemacht. 70.000 Liter, damals waren vielleicht 15 Fische drin maximal. Die waren auch noch nicht so groß, die waren eher so mittlere Größe und die lagen immer da unten im tieferen Teil. Tierärztin war da und hat wieder da und wieder. Dann hat man Parasiten geschaut, hat ein bisschen was gefunden, hat behandelt, hat dann über Chlordioxid nachgedacht, über alles Mögliche. Und ich habe in den Teich geschaut, habe gelacht und habe gesagt, alles Nonsens meiner Meinung nach. Was es hier braucht, sind mehr Fische. Und das ist eben ein großes Problem. Wenn zu wenig Fische im Teich sind, dann werden die zum einen scheu, zum anderen haben die so viel Algen zum Fressen, dass sie eigentlich den ganzen Tag satt sind. Hat zur Folge, dass sie auch nicht richtig fressen. Und an die Hand kommen, tun sie in der Mehrzahl der Fälle auch nicht. Also, was hat es in dem Teich gebraucht? Schlicht und ergreifend mehr Koi. Man hat sich dann mehr gekauft, letztes Jahr schon, hat die reingesetzt. Dieses Jahr, heute, habe ich nochmal 7 wirklich tolle Prachtexemplare, 3, ja, bis auf einen 2-jährigen Kohaku, haben wir nur 3-jährige eingesetzt. Und jetzt können wir mal sagen, dass wir einen Bestand haben, der auf den 70.000 Liter Teich passt. Bis heute wurden 500 Gramm am Tag gefüttert. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da haben wir uns gerade auch lange drüber unterhalten, 500 Gramm auf 70.000 Liter ist wirklich homöopathisch. Und es ist so homöopathisch, dass man da eigentlich auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, den Teich wirklich in vernünftige Bereiche zu fahren. Was meine ich damit? Ganz einfach, ideal ist ein pH-Wert für die Koi-Haltung bei ungefähr 7. So, und wenn Sie jetzt einen 20.000 Liter Teich haben und auf die 20.000 Liter am Tag ca. 600, 700, 800 Gramm füttern, und Ihren Wasserwechsel so einstellen und die Belüftung so einstellen, dass natürlich der Wasserwechsel ausreichend ist, Sie kennen da unsere Empfehlung, und die Belüftung so einstellen, dass immer genügend Sauerstoff im Wasser ist, dann können Sie peu à peu langsam die Carbonathärte im Teich abfallen lassen, respektive über die Belüftung auch mehr CO2, freies CO2 im Wasser halten, dass sich der pH-Wert nach 7 bewegt. So, würden Sie auf den gleichen Teich jedoch nur 200 Gramm füttern, dann hätte das zur Folge, dass Sie das nicht schaffen, dass Ihr pH-Wert immer irgendwo bei 8, 8,2 bleibt, also so, wie die pH-Werte sich natürlich, oder der pH-Wert sich natürlicherweise bei unserem eher harten alkalischen Wasser einstellt. So, also, und der Besitzer hat jetzt einen Teich durch die neu hinzugesetzten Fische, wir haben es vorher ausgerechnet, er kann jetzt 1,2 Kilo am Tag füttern. Und das wird zur Folge haben, das kann ich ihm garantieren, dass der pH-Wert nicht mehr nur auf 7,9, 7,8 runterfällt, sondern wenn er das Management jetzt so erstmal komplett lässt, das habe ich ihm auch empfohlen, wir machen jetzt 4-5 Tage Futterpause, danach wird eine Woche die 500 Gramm langsam angehoben auf vielleicht 700, 800 Gramm. In der nächsten Woche versucht man dann mal einen Kilo, dann über ein Kilo hinaus. Natürlich unter Beobachtung der Ammonium- und Nitritkonzentration im Wasser. Und dann schauen wir uns an, wo pendelt sich dann der pH-Wert ein. Die Carbonathärte wird dann aufgezehrt, es kommt mehr CO2 ins Wasser und dann fällt der pH-Wert. Und dann muss man schauen, wie viel Wasserwechsel kann man dann machen, kann man mit der Belüftung noch nach oben gehen. Vielleicht ist es dann auch schon so bei diesem Setup, weil die Algen spielen natürlich auch immer noch eine Rolle, das ist eine zusätzliche Variable, die man im Auge behalten soll. Und dann kann man einfach gucken, wo findet man dann das ideale Setup, das allen Parametern, allen Teichbewohnern Genüge getan wird. Also, dass wir irgendwo einen pH-Wert bei 7 haben, dass wir den ganzen Tag über den Sauerstoff deutlich messbar auch über 7 Milligramm pro Liter haben, dass das einfach alles passt und dass wir aber immer noch genügend Wasserwechsel machen können, dass wir immer noch bei 20-25% sind. Weil die Wasserwechsel sind natürlich insofern kontraproduktiv, was den pH-Wert angeht, weil natürlich immer wieder neue Carbonate hinzugefügt werden, also die Carbonathärte. Zumindest dann, wenn die Carbonathärte des Leitungswassers höher ist als die des Teichwassers. Und das ist hier der Fall. Im Augenblick haben wir einen Unterschied von ca. 2. Das heißt, wir haben im Teich 5-6 und wir haben im Ausgangswasser 7-8 und das beim wöchentlichen Wasserwechsel von ca. 25%. Was mich völlig begeistert hat, es wurde der Filter umgebaut, das zeige ich Ihnen nachher im nächsten Block. Als ich hergekommen bin, da war der Teich absolut brillant. Er war wirklich, wie Konishi immer beschreibt, das Wasser war weich wie Sake. Die Fische sind wirklich glücklich durch das Wasser hindurch geglitten. Ja, das ist immer, wie ich so schön sage, ein Fisch kann schwimmen, da hat man immer das Gefühl, er strengt sich an, oder ein Fisch gleitet einfach sanft durchs Wasser. Und das war hier der Fall. Jetzt durch die Neuen ist natürlich viel Aufregung. Jetzt hat es sich ein bisschen eingetrübt, die Oberfläche ist trotzdem immer noch schön, aber das Wasser ist einfach geil. Und ich habe auch das Gefühl, ohne den Blog von letztem Jahr jetzt vorher wieder angeschaut zu haben,
Der Teich ist auch dunkler geworden, habe ich letztens in dem Glashaus, in dem Koihaus beschrieben. Auch das ist wichtig, so eine dunkle Patina hat meines Erachtens direkt mehr zur Teichbiologie bei, wie wenn sie sehr hell, sehr hellgrün ist. Die haben wir hier nur noch in der Flachwasserzone, das kann natürlich auch mit der stärkeren Lichtdurchflutung zusammenhängen. Und was der Besitzer hier gemacht hat, er hat eine ganz andere Strömung mittlerweile. Also durch den größeren Filter wälzt er jetzt auch 70.000 Liter in der Stunde um. Und das sieht man richtig, da hinten kommen mit Sicherheit 30.000, 40.000 Liter durch eine 100er Leitung rein. Da pfeift es richtig, wenn man die Hand davor hält, da merkt man richtig, wie es knallt. Auch vorne an der Kamera ist richtig was geboten. Aber das zeige ich Ihnen jetzt einfach mal. Also der Teich ist wirklich, hat sich richtig entwickelt. Und das ist, was ich letztes Jahr schon immer wieder mal in Blogs gesagt habe. Hier sehen wir jetzt auch schön den Glanz. Das freut mich jetzt an Modern Koi. Sie schauen nicht nur zu, sondern viele von Ihnen verändern auch ihre Teiche dahingehend. Und an die Teiche, wo ich immer wieder komme, da kann ich natürlich dann auch zeigen, wie es sich entwickelt hat. Und schauen sich das Wasser an. Das ist ein wirklich perfekter Glanz. Das ist richtig toll. Und ich habe es letztes Jahr schon mal in einem Blog gesagt, ich glaube, dass der vor diesem ausgestrahlt wird, dass sich einfach auch dann die Wasserqualität, die wirkliche Wasserqualität, erst dann entwickelt, wenn man mal einen Tag oder zwei Futterpause gemacht hat. So wie sich das Wasser dann zeigt, das ist eigentlich die ehrlichste Aussage. Wenn man jetzt einen Tag lang extrem viel füttert, dann ist natürlich klar, dann verliert das Wasser etwas an Glanz an diesen Weichen. Das ist logisch, dann koten ja die Koi den ganzen Tag ab. Und dieser Kot muss natürlich erstmal an die Filtertechnik abtransportiert werden. So, aber schauen Sie sich auch den Garten an. Also das ist auch so richtig ein Style, den ich total gerne habe. So eine grüne Hölle, ich hatte es früher auch so. Eine grüne Hölle habe ich es immer genannt. Und vor allem, wenn es auch gerade geregnet hat oder morgens, wenn noch der Tau auf den Blättern liegt. Huch, jetzt werde ich fast schon poetisch. Ist das richtig toll. Aber das Wasser ist wirklich sensationell. Hier ist noch ein kleines Tosai-Becken. Die verstecken sich aber gerade. Die wollen nicht ins Fernsehen. Und hier sehen Sie, wie die Strömung reinkommt. Da knallt es richtig. Auch den Futterautomat da unterzubringen ist eine gute Idee. Dann verteilt es das Futter auch relativ schnell. Jetzt ist die Sonne gerade weg. Jetzt müssen wir noch schöner den Glanz sehen. Das ist Koi-Teichwasser par excellence. In diesem Wasser wachsen Koi nicht nur extrem gut. Sie sind auch extrem gesund. Sie sind bei extrem guter Kondition. Und da kann man eigentlich dann nicht mehr viel falsch machen. Was aber der Besitzer getan hat, um weiteren Schritt in diese Richtung zu machen, das zeige ich Ihnen jetzt. Und ich kann Ihnen jetzt auch schon versprechen, wenn ich nächstes Jahr wieder hier sein werde, um zu bloggen, dann wird das Wasser noch mal besser sein, weil die 1,2 Kilo Futter am Tag, man denkt immer nur, das ist Belastung, aber nein, das ist auch für die Gesamtbiologie Nahrung. Und wenn man den Teil der Belastung, der lästig ist, das sind die Phosphate und das sind die, ist es aus Nitrat und ein paar andere Stoffe, wenn man die über regelmäßige Wasserwechsel unter Kontrolle hält, dann kann sogar ein Teich, der stark gefüttert wird, besser dastehen wie ein Gewässer, wo weniger Futter eingetragen wird. Zumindest was die Nitrifikation angeht, die läuft dann in solchen Teichen häufig sehr, sehr viel stabiler. So, jetzt trauen Sie noch ein paar Koi vor die Kamera. Aber sind jetzt natürlich nach dem Hinzusetzen. Hier der Kohaku, einer der größten Zweijährigen dieses Jahr, 60 cm. Ist natürlich nach dem Hinzusetzen sind sie schon noch ein bisschen nervös. So auch heute. Aber Sie sehen ja, richtig dicht ist der Besatz noch nicht. Aber ich kann Ihnen und auch dem Besitzer versprechen, das Potenzial, das er jetzt im Teich hat, das ist gigantisch. Und ich mache Ihnen jetzt schon die Vorhersage. In zwei, spätestens drei Jahren haben wir hier mit Sicherheit 10 bis 15 Fische, von denen die heute drin sind, die dann über 80 cm gewachsen sein werden. Und die meisten davon sind heute noch unter 70 cm. So, ich hoffe, auch dieser Blog hat Ihnen gefallen. Mal wieder etwas Theorie, mal etwas Management, Teichbiologie erklärt. Und es würde mich freuen, wenn der ein oder andere den ein oder anderen Tipp mitnimmt. Machen Sie es gut, viel Spaß beim Hobby. Wechseln Sie mal wieder Wasser und kaufen Sie sich mal wieder eine Tüte Futter bei uns im Shop. Dankeschön. Tschüss.